So, wir kommen weiter geht's. Ein Structure Deck fehlt uns noch. Das 5D Starter Deck. Und er nimmt Invincible Fortress. Das kann ja was werden. Mein Lieblingsdeck gegen ein Scheißdeck, das von irgendeinem japanischen Spielehersteller erstellt wurde. Oh mein Gott. Eine Effekte und eine Zauberkarte, ein Ektoplasma und bewegende Schatten. Und zwei Verdeckte. Oh mein Gott. Gut, unser Blatt sieht besser aus als das, was wir im letzten Part hatten. Each time use... okay, gut, dass es eine Falle aktiviert. Jetzt haben wir eine Bedrohung weniger. Macht aber nichts, so heftig ist unsere Karte auch nicht. Denn ja, es kommt atlantischer Pikmin, Pikunier, glaube ich. Was ist das auf Deutsch? Und wir greifen sein Verdecktes an. Monster. Aha. Exot. Ja, ich habe die Karte Ektoplasma vergessen. Okay, wir müssen unser Monster am Ende opfern. Dafür kriegt er aber Schaden, macht aber nichts. Ach scheiße, das ist voll der Anti gegen mein Synchro-Deck. Oder gegen das Synchro-Deck. Meins ist es ja nicht. Gut, er hat das Exot auf der Hand oder irgendeine andere. Ich gehe davon aus, dass es auch wieder ein Monster ist. Ne, ein Monster hätte er beschworen. Vielleicht ist es ja ein Monster. Dass er nur mit Tribut spielen kann. Jetzt kommt Gerüppel synchronisiert, der Effekt, wir können ein Monster Stufe 2 vom Friedhof spezial beschwören. Holen wir unseren atlantischen Plänkler oder Pikinier und holen uns Gerümpelkrieger mit einer Synchro-Beschwörung aufs Feld. Er hat 2300 Angriffspunkte. Der Effekt, er kriegt die Angriffspunkte aller Monster Stufe 3, glaube ich, oder 2, weiß ich gar nicht. Naja, Demontation. Damit können wir die Stufe eines Monsters um 2 sinken. So, ich sage Monster in der Hoffnung, Exot zu kriegen. Ja, wir hatten recht, gut, er kriegt Kampfschaden wieder. Hat damit nur noch 5000 und Ektoplasma zieht ihm auch wieder was ab. Allerdings ist unser Synchro jetzt auf dem Friedhof und das ist ungünstig. Aber wir müssen jetzt eigentlich nur noch Monster opfern und dann müssten wir gewinnen. So, Sakurizo-Rüstung, weg mit deinem Monster. Er hat Exot immer noch nicht gespielt. Ist ja auch schwierig bei seiner Lage, er muss ein Sphinx-Monster aufs Feld bringen, um Exot zu spielen. Wir spielen erstmal Truppen im Exil und greifen ihn an. Ich sage wieder Monster. Ah, okay, er hat Hirnkontrolle. Hirnkontrolle und Exot, die müssen wir uns merken, die zwei Karten. Also eine Zauber und ein Monster. Jetzt wird es langsam kompliziert. Er setzt ein Monster verdeckt. Exot kann es nicht sein, daher ist es wahrscheinlich die Karte, die er gezogen hat. Spielen wir den Magenkreis verdeckt und Truppen in Exil. Jetzt bieten wir die als Tribut an, um sein Verdecktes kalt zu machen, weil ich glaube, das hat eine hohe Verteidigungszahl. Ist es mir jetzt zu riskant anzugreifen. Er hat's auch. Gut, dass wir Truppen in Exil geopfert haben. So, jetzt hat er wieder eine neue Karte gezogen, also Exot und Gehirnkontrolle hat er auf die Hand. Jetzt hat er zusätzlich noch eine, das kommt verkompliziert das Ganze noch einmal. Wir können zwar Copycat spielen, aber ich hätte nur Angriffspunkte, wäre daher nutzlos. So, andere Musik. Andere Musik. Vorher das Ergebnis hat er gezogen. Holt sich seine Ding wieder. Und jetzt holt er sich ein Sphinx-Monster. Ich glaube, jetzt holt er sich sogar Exot.
Aha, ja gut, dann verhindern wir, dass er halt angreift. Aber ich glaube, jetzt bietet er es für Exod an, oder? Nee, doch nicht. Ah, er bietet es jetzt als Tribut an, das ist natürlich gut. Sein Monster liegt jetzt auf dem Friedhof. Er hat Gehirnkontrolle immer noch nicht gespielt. Unser Exod. Da hat er Gehirnkontrolle, Exod und noch eine andere Karte. Eine unbekannte. So, wir ziehen einfach kein Monster. Was ist los? Der ausgerüstete Monster erhöht 500 und seine Stufe wird um 1 erhöht. Ah, ja. Das heißt, wir könnten sie Copycat geben, hat aber weiterhin immer noch 500 und das wäre ungünstig. Na ja, gut, der hat Riesenratte gespielt. Bitteschön, auf dem Friedhof damit. Wir ziehen keine Monster, daher können wir auch nicht angreifen. Ich bin der Zuversicht, jetzt ziehen wir ein Monster. Was ist los? Wir ziehen nur Zauberkarten. Das macht den Kevin ganz traurig. Ja, ja, egal. Ja. Endlich ein Monster, juhu. Zack, Magma-Drache. Rüsten ihn auch gleich mit der Karte aus, wenn wir so sie schon auf der Hand haben. Zack. Auf das Summon-Monster. Müssen. Geht die bei jedem Monster oder. Wenn das Card ist. Da steht nichts von any. Your Opponent. Opponent heißt doch Feind, oder? Das den Gegner kontrolliert, glaube ich, heißt es ja. So, direkt Angriff. Ich sage wieder Monster. Nein! Und wir hatten Unrecht. Okay, dann beenden wir unseren Zug einfach mal. Er spielt den Canyon. Was kommt jetzt? Gar nichts. Er beendet seine Runde. Das sind ein normales Monster, das du kontrollierst auf dem Friedhof und... ah ja. Wir können ein normales Monster auf dem Feld zerstören und ein anderes vom Friedhof rufen und das mit dieser Karte ausrüsten. Gut, versuchen wir es nochmal mit unserem Magma-Drache und greifen ihn nochmal direkt an. Jetzt sage ich mal Zauberkarte. Ja, diesmal hat man recht, sehr schön. Der Angriff geht durch. Allerdings wird unser Monster jetzt gleich zerstört. Wegen Ektoplasma. Ist aber nicht tragisch. Er kriegt immer noch die Angriffspunkte als Schaden. Hat damit nur noch 950. Gut, wenn der Monster irgendwie spielt, wird sofort zerstört durch seine Ektoplasma-Karte. Geburtsrecht. Ja gut, die Falle, was er gespielt hat, ist, dass wir eine Karte abschmeißen, falls wir Kampfschaden kriegen. Strategischerweise setze ich jetzt Copycat verdeckt, um uns zu verteidigen. Und beende unseren Zug. Offene Monster sind resistent gegen verdeckte Monster funktionieren nicht bei Ektoplasma. Daher funktioniert Ektoplasma nicht bei der Karte und kann unser Monster nicht als Tribut anbieten. Empfängerkrieger. Ja gut, spielen wir sie mal. Wir bräuchten jetzt einfach nur. Ja, was geht das? Weiß gar nicht. Down. Da sinkt die Stufe eines Monsters. Also wir haben insgesamt 4. Wenn man direkt angreift und Angriff gelingt, haben wir gewonnen. Wenn wir warten, hat nur noch 150 Warte lieber. Weil das ist die sichere Methode. So. 150 hat er noch. Wenn wir ein Monster mit mehr als 300 spielen und es an der Endphase geopfert wird, haben wir gewonnen. Das müsste gar nicht so schwer sein. Jetzt sind wir wieder dran. Nix, Tetris. Dunklinge. Ja, komm. Und jetzt opfern wir Dunkelklinge und wir gewinnen.
Und tschüss. Wir haben gewonnen. Juhu. War gar nicht so schwer mit dem Leck. War das letzte Mal viel schwieriger. Ich hätte gedacht, dass wir verlieren. Aber gut. Eine Karte pro Deck. Ah ja. Also keine Karte ist doppelt in unserem Deck, sag mal so. Gut, jetzt müssten wir unser Structure Deck kaufen können. Wenn nicht, dann werden sie später vielleicht freigeschaltet. Ich bin aber schon zuversichtlich, dass sie jetzt freigeschaltet sind. Und wenn nicht, dann haben wir halt sehr viel Geld gescheffelt. Yep, und wir haben das Kriegerdeck. Kaufen wir es einfach mal. So. Also haben wir jetzt ein Kriegerdeck. Das ist natürlich gut. Krieger. Wie können wir unsere Krieger auftunen? Ja, komm, versuchen wir einfach mal, das ist mein Casper Sky, ist die Lizenz abgelaufen, also kein Virus. So, kaufen wir jetzt einfach mal so viele Karten von diesem Booster hier. Und schauen dann später nach. Wir haben jetzt 72% aller Karten aus diesem Booster. Ach, ich sollte es speichern, das wäre vielleicht noch weise gewesen. Weise, ach, es wird immer gespeichert, wenn man Karten kauft, okay. Nun gut, Deck Construction. Und schauen uns die neuen Karten an. Nein, falsch, hier ist es richtig, genau. Also gut, was haben wir denn für Karten? 7 Hammer, Amber, Armor Break und Angriff aus Hauptquartier. Ich mach mal kurz. Hier bin ich wieder, oh man. Mein Bruder hat gerade den Nerv, naja. Armor Break, Angriff aus Hauptquartier. Nur keine Kanone, die hatten wir aber glaube ich schon, oder? Achso, die sind noch gar nicht sortiert, na dann. So ist es jetzt, okay, so. Das sind unsere neuesten Karten. Schauen wir uns die mal an. Aha, komm, packen wir die normalen Monster weg, die verwenden wir eh nicht. So, rasender Gorilla ist gut. Ja, holen wir uns noch ein paar Krieger und sortieren sie noch nach den Kriegermonster. Krieger ist hier, genau. So, was haben wir denn? Jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen aus unserem Booster. Stiller, Schwertkämpfer Level 5. Mystiker und Stiller. Okay, das geht nicht. Ja, nehmen wir mal. Also löschen wir mal unser Deck oder was weiß ich. Ja, wir haben es ja gespeichert. Also, ja. Laden wir daher jetzt das Kriegerdeck, wo ist denn das? Da müsste 100% dran stehen, ja, das ist genau. Laden. Jetzt müssen wir die Verbotenen raustun, sonst können wir unser Deck nicht verwenden. Schnappstahl war eine Verbotene. Das heißt, wir müssen sie jetzt durch eine Zauberkarte ersetzen. So, irgendwie eine Ausrüstung wäre gut. Ja, komm, lassen wir mal die neuesten Karten weg. Nur Knallkanone wäre gar nicht schlecht. Aber ich glaube, die wäre sogar noch besser. Gut, dann haben wir jetzt mal unser neues Deck. Was? Achso, ruftige Jacken darf man jetzt verwenden. Gut, dann verwenden wir noch eine Falle. Irgendeine Falle, die Monster zurückruft. Ups, jetzt habe ich wieder die vom Deck ausgewählt, so. Oder eine um uns zu verteidigen. Das wäre natürlich auch nicht dumm. Ja, nehmen wir mal die hier. Schützt vor einem Angriff. Irgendwie müssen wir unsere Lebenspunkte eh verwenden. Okay. Dann speichern wir unser Deck jetzt und benennen es auch gleich. Zack, Duellistenmenü, Deck Construction. Zack, Safe. Einfach mal, dass wir es so schon haben. Ja, so glaube ich, ne? Achso, das Rezeptname. Ach, was soll's, ist egal. Ne, das Kriegerdeck ist zwar kein riesiger Name, vor dem man sich fürchten muss, aber egal. Man weiß sofort, was damit gemeint wird.
So. Kriegerdeck. Das laden wir auch gleich. Jetzt heißt unser Deck Kriegerdeck. Und wir können storymäßig jetzt weiterspielen. Ich speichere noch einmal und wir spielen weiter, regulär. Ich glaube, ich laufe jetzt mit der Tastatur mal. Das ist, glaube ich, besser. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung, momentan. Aha. Also wir haben ja gerade Akiza besiegt, ne? Ich glaube, dann müssen wir zu Blitz hin. Ne, zu Blister heißt der. Ah, jetzt habe ich gerade zu viele Tasten gedrückt, lol. So. Ganz schön nervig das Laufen. Das ist alles, um das Spiel, die Zeit des Spiels ein bisschen zu verlängern. Die Spielzeit. So. Hallo, Blitz da! Wir sind wieder da! Mach mir was zu essen! Blitz, Blitz da, wo bist du? Warum sag ich immer Blitz? Aber wir müssen gar nicht zu Blitz, keine Ahnung, wo es jetzt weitergeht. Lol. Ich habe aber eine Vermutung. Eine kleine Vermutung. Eine mini kleine Vermutung. Eine Vermutung, mehr müsst ihr alle wissen. So, ah ja, hier. KMLP, bist du das? Bist du sicher zurück? Oh, du hast den Deck und einen D-Runner zurück. Sehr schön. Ja. Jetzt kommen Luna und Leo. Und die wollen reden jetzt etwas von dem Turnier. Und ja. Also ein Take-Team-Turnier, meinen sie. Und jetzt wollen die zwei gegen uns zwei ein Take-Turnier machen. Und das ist jetzt alles nur Gequatsche. Ich glaube nicht, dass ihr das hören wollt oder sehen wollt, was weiß ich. Also ja. Ich erkläre es euch einfach. Also ein Take ist sowas wie ein... Also vier Spieler... Zwei für zwei, also zwei Teams gibt's. Zwei gegen, ja, so einfach, zwei gegen zwei. Und immer wenn ein Spieler fertig ist, wird das Deck, also kommt der nächste und nimmt sein Deck und spielt dann weiter. Die Monster allerdings, was gespielt wurden, die bleiben auf dem Feld. Ist eigentlich in echt anders, also in Real hat jeder sein eigenes Deck und sein eigenes Feld, aber hier ist es mit Gesamtfeld, dass jedes Team ein einziges Feld hat. Und das finde ich total scheiße, muss ich zugeben. Weil das nicht, ja, weil das nicht, das Spiel, weil es in echt eigentlich nicht so ist, sag mal so. Oh mein Gott. Mein Wortschatz ist echt groß. Nachladen erstmal, ah ja, wir haben Nachladen gespielt und haben Nachladen gezogen, ist ja geil. Dann spielen wir eben Nachladen nochmal. Eine Klinge haben wir gezogen, mit der können wir unseren Goblin verstärken und das machen wir auch. Eine Klinge für unsere Goblins hat jetzt 3100 Angriffspunkte. Endphase. Ich hasse diese Karte. Hey, wir haben Marshmallow bekommen, sehr schön. Marshmallow im Hammer bekommen. Oh man, ja, yeah, ja. Yeah. Oh, Spiegelkraft hat er, ist sehr schön. Nun gut, ja. Ein Monster und. Was hat er denn verdeckt gesetzt? Also, wir können sehen, was der verdeckt gesetzt hat. Allerdings sind wir noch nicht dran. Jetzt müssen wir erst warten. Er spielt die Zauberkarte Monstronische Zone oder was? Monstronische Karte, was weiß ich. Jetzt sind wir wieder dran. Yippie. Wir ziehen. Ach, er hat unsere Goblins. Sehr scheiße. Ich wollte es schon sehr schön sagen, aber es ist natürlich nicht schön.
Gut, dann spielen wir die hier, greifen dann die... Warum können wir mit der nicht angreifen? Ach so, Friedensbote. Ah, wie langweilig. Endphase. Was ist das? Was ist das für eine Falle? Erkläre es mir. Was ist das für eine Falle? Sag es mir. Was ist das für eine Falle, was du gesetzt hast? Also diese Falle hier meine ich. Wenn ein motorisches Monster... Ach, lass mich doch zu Ende lesen. Hallo. Jetzt pausiert das Ganze. Wie geht es? Wie geht es? Pausieren. Hallo. Ich will die Karte lesen. Muss ich A drücken? Hallo. Hey, Spiel. Reagierst du überhaupt noch? Oder hast du deinen eigenen Willen inzwischen? Ah! Ah! Doofes Spiel. Ich bin beleidigt. Ich kann mir die Karte nicht durchlesen. Finde ich asozial vom Spiel, muss ich ehrlich sagen. Und diese langen Pausen finde ich auch asozial. Okay, jetzt sind wir wieder dran. Wenn ein motronisches Monster, weiß gar nichts. Was heißt zum Mond jetzt? Schnauze! Wir können nicht angreifen. Was? Achso. Also, das Deck von Leo spielt auf Ausrüstung, glaube ich. Und warum habe ich... Achso, kann in dem Kampf... Naja. Na gut, dann spielen wir den hier. Effekt, wir können einen weiteren Krieger der Stufe 1 bis 4 spielen. Natürlich holen wir uns den hier. Angreifen können wir leider nicht, weil ich so blöd war und zuerst Battleface gesetzt habe. So, er zahlt oder sie zahlt, ich weiß nicht, wer dran ist. Es werden 100 Lebenspunkte gezahlt. Na, was jetzt? Entscheide ich mal auch. Ich spiele vor. Gut, der hat Riesenkarte gezogen. Ich hasse Take-Teams. In diesem Spiel muss ich auch zugeben. Aus dem Grund, weil die CPUs immer Fehler machen. Zum Beispiel, setzen sie die Monsterkarten feld voll oder sie aktivieren eine Zauberkarte total unnötig. Und so ein Käse halt. Na, mach hinne. Ich spule mal vor. Aha, okay, jetzt wird das Monster mit der höchsten Angriffskraft zerstört. Das war unser Goblin. Ja gut, jetzt sind wir wieder dran. Sein Radio hat... Ja, gut, ich meine... Zack! Sein Radio kann angreifen. Aber wenn er das tut, kommt unsere Spiegelkraft in Einsatz. Friedensbote ist eine Pussykarte. Die ist nur in einem Burner-Deck gut, aber nicht in einem normalen Deck. Es ist eine Katastrophe. So, jetzt kommt die Spielkraft. Zack, weg mit deinem Monster. Zeig mich auf. Na, was machst du jetzt, hä? Und weh, er zahlt 3000 Lebenspunkte für diese Falle. Spiel diese Karte! Spiel diese Karte! Spiel sie! Na los! Spiel diese Karte. Wenn möglichst gleich. Hallo. Hörst du mir aber zu? Er hat sie nicht gespielt. Ist er blöd? Das ist die stärkste Ausrüstungszauberkarte, die es gibt. Und er hat sie nicht gespielt. Oh mein Gott. Und jetzt ist er blöd? Das ist einer der Fehler, den ich meine. Er hat 3000 Punkte gezahlt. Obwohl Friedensbote doch eh für Punkte für bis 1500 geht. Also hätte er mindestens 2000 opfern sollen, keine 3000. Das ist ein gehöriger Fehler vom Spiel.
Oh Gott. Nehme ich Matase, der Zapper kann zweimal angreifen. Wir können nichts machen, weil es eine Riesenratte auf dem Feld ist, die unser Monster zerstören würde, wenn wir es beschwören würden. So, ich spule jetzt mal vor. Beim Tag Team brauchen die auch immer so ends lange, bis sie was machen. Das hätten die Macher ruhig besser machen können. So, ich werde es jetzt so machen, ich spule die Duelle vor. Also bei Tag Team meine ich. Weil die immer so lange brauchen. Ist ja noch nerviger als Werbung. Oh mein Gott, jetzt komm schon. Komm schon. 2000 Jahre später. Endphase. Ja gut, Rückkehr des Kriegers. Können wir uns, holen wir uns den zurück. So blöd, dass wir nicht angreifen können. Das ist echt nervig. Und zeitaufwendig. Die zweite mystische Raumzeitfunkkarte. Jetzt sind wir wieder dran. Er ist dran, mein Kollege ist dran. Und er wird dich fertig machen. Und darum spielt er diese Karte hier. Er hätte angreifen können, jetzt kann er nicht mehr angreifen. Ist der bescheuert? Was hat denn der genommen? Ja, das ist so eine das ist sowas vom Spiel, das finde ich echt scheiße. Take Duelle. Der Unnütz auf Erden, in diesem Spiel zumindest. Ich würde es gut finden, wenn man den Kollegen auch noch steuern könnte, aber nein. Konami meint, nein, dieser Spieler spielt seinen eigenen Charakter und kein anderes Deck. Das wird so geschehen. Oh Gott. Endphase, wir können immer noch nichts machen. Was soll denn die Scheiße hier? Als hätte ich hier unendlich Zeit, ich meine. Wie lange machen wir jetzt schon an diesem Duell? Eine Viertelstunde oder fast? Ja, komm schon. Ja, schön, wird aus dem Spiel genommen. Ich freue mich. Oh Gott. Bin ich froh, dass ich die Speed-Taste habe, sonst würde ich hier verrückt werden. Ich kann echt nicht fassen, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Ohne Cheats, ohne alles. Mann, was muss ich denn da genommen haben? Steroide? Ne, Steroide ergibt keinen Sinn. Irgendwelche Tabletten, Stresstabletten oder sowas. Ja, ihr seht ja, was passiert. Zwei Riesenratten wurden zerstört. Sie können jetzt sich Erdmonster zurückrufen. Uiuiui, was hat denn der da für ein Fusionsmonster? Jesus Christus, 4000 Angriffspunkte. Leck mich fett. Na gut, mein Kollege wird die sicher spielen, also verschwende ich sie einfach mal. Was soll's? Und dann spiel ich noch Blitzklinge, um das Ganze zu perfektionieren, die Scheiße hier. Indem ich dieses Monster und dieses Monster als Tribut anbiete. Für Gaia! Plus Blitzklinge, die Angriffskraft auf 3000. Aber wir können nicht angreifen. Und er ebenfalls nicht. Wegen seiner Friedensbote-Karte. Oh mein Gott. In spätestens 62 Runden ist das Duell vorbei. Oh Gott. Oh meine Güte. Wann ziehen wir eine mystische Rattentyphon-Karte, um so einen Friedensboten platt zu machen? Oh mein Gott, wir können nicht angreifen. Ich freue mich. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es. Ich möchte es heiraten irgendwann mal. Und ja, irgendwie, ja. So, jetzt holen wir uns gemeinsam, sind wir stark auf vom Friedhof zurück. Und unser Monster wird übermächtig und kriegt 1000. Was, warum können wir sie nicht spielen? Willst du mich verarschen? Warum können wir die nicht spielen? Nenn mir irgendeinen Grund. Warum können wir die nicht spielen? Ich raste aus.
Echt? Warum können wir die nicht spielen? Hat er irgendwas gespielt, dass wir die nicht spielen können? Warum können wir diese Zauberkarte nicht spielen? So. Klar. Mit unserer Zauberkarte, mit der wir sie zurückgeholt haben, können wir sie noch nicht spielen wegen unserer Zauberkarte. Das ist der Effekt. Wir können sie zwar zurückrum holen, aber wir können sie nicht in dem Zug spielen, in dem wir sie zurückgeholt haben. Oh mein Gott. Mann, mach hin, ich habe nicht ewig Zeit. Ich habe nicht ewig Zeit. Mach hin. Na los. Na los. Ich warte. Ich warte immer noch. Ich warte immer noch. Na los. Na los. Spielen wir mal Karten. Karten. Jawohl, Karten. Hallo, Casper Sky. Karten. Na los. Das wird wieder so ein endlanger Part, weil das Spiel so scheiße ist und so lange braucht. Meine Fresse. Na komm schon. Oh man. Was passiert denn jetzt? Alles eine Verzögerung. Schaut doch, wie lange er braucht. Und ich spule nach vorne, das dauert trotzdem so lange. Also. So, jetzt gemeinsam sind wir stark. Geben wir Gaia. Hat da jetzt eine unglaubliche Angriffskraft von 6000. Aber wir können nicht angreifen. Weil dieses Spiel alles verzögern braucht. Oder muss. Bin ich froh, dass ich Speed-Taste habe, sonst würde ich hier wahnsinnig werden. Ich küsse, glaube ich, mal. Irgendwann mal küsse ich meine Speed-Taste. Ohne die könnte ich jetzt nicht dieses Spiel weiterspielen. Mal mach hinne. Ich habe nicht ewig Zeit. Ich wollte eigentlich nicht so einen langen Part machen. Jetzt wird es wieder so ein endlanger Part, wie gesagt. Spiel bitte reißender Tribut. Ja gut, immerhin zerstört Matasa ein paar nervige Monster. Jetzt kommt mystischer Raumteifun, zerstört unsere Zauberkarte, oder? Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig, Spiel? Ich sehe es doch richtig, oder? Was macht denn der Effekt? Hallo? Ich will das auch. Ich will diese Aufnahme abbrechen, aber ich kann nicht, weil ich zuerst speichern muss. Hallo, Spiegel. Ich will nicht wieder einen Stundenpart machen, nur weil dieses Spiel so zickig ist mit dem Spielen. Mal, hallo, Spiel. Ich warte. Ach, hinne. Ich beschwere mich schon 5 Minuten langsam, oder? Sehe ich das richtig? Es ist das Feld fast voll. Jetzt wünsche ich mir einen schwarzen Rosendach, dann werden alle Karten zerstört. Endphase. Das kann noch lange dauern. Ich leg mich schlafen. Oh mein Gott, spult's am besten vor. Ich glaube, das kann noch dauern. Ich will doch gar nicht so lange. Jetzt seht ihr, er denkt 5 Stunden für einen einzigen läppischen Zug nach. Das ist doch fehlerhaft an dem Spiel, oder? Das ist ein Bug. Ich spule vor die ganze Zeit. Ich glaube, jetzt lege ich etwas auf diesen Speed-Knopf. Ja, mein Deo liegt ja gerade nebenan. Genau, so, jetzt läuft alles in Speed. Die ganze Zeit. Gibt's da keinen Speed-Speed? Irgendwie doch, ne? Ja, gibt's sogar. Ach, ich liebe diesen Emulator. Ich stelle das jetzt um auf Speed-Speed. So, auf 10 setze ich das jetzt. Es läuft, ja, das Thema also schnell. Hallo, wie wär's mal mit einem Zug machen? Hallo? Na, was ist los? Wo ist das Spiel eingefreezt? Hallo, Spiel! Spiel! Mach etwas! Was ist los, hä? Spiel, was ist los? Jetzt aber, jetzt bist du bereit für den Zug. Hallo, Spiel? Spiel! Ach, seht ihr, wie lange er gebraucht hat? Und ich spule vor! Ich spule mit 10-facher Geschwindigkeit vor. Ist doch unglaublich, oder? Ich spule mit 10-facher Geschwindigkeit vor und es dauert immer noch so ends lang. Ich kann's nicht glauben. Ich kann's echt nicht glauben, dass ich das Spiel durchgespielt habe.
vor ein paar Monaten oder ja. Ne, vor einem Jahr habe ich es glaube ich durchgespielt. Oh mein Gott. Geht es nicht schneller? Hallo? Geht es nicht schneller? Realtime, nee, nie im Leben. Oh Junge, Junge. Schneller geht's nicht. Oh Mann, ach hinne. Es kann doch nicht so schwer sein. Oh, selbst ein Kindergartenkind braucht nicht so lange. Ja genau, lasst euch ruhig Zeit. Wir haben jede Zeit der Welt. So, jetzt sind wir wieder dran. Hurra! Oh Gott, dieses Duell wird noch lange brauchen. Sehr, sehr lange. So, und jetzt holen wir uns den hier. Ah, reißen das Tribut, sehr schön. Und jetzt annulliert den Effekt, oder? Ah, wie schön, ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es. Ah, ich... Ach, ich liebe dieses Spiel. Ah, ja. Komm schon, Spiel. Komm schon, mach mich fertig. Komm schon, Spiel, ja. Ja, genau. Ja, komm. Na, Spiel, wie geht's denn dir? Ich glaube, nächstes Mal hole ich mir ein bisschen Alk, bevor ich das Spiel weiterspiele. Oh, Junge, Junge, und spiele das Spiel betrunken wie der Mirko in seinem Kaizo Mario. Sonst steht es nicht durch. Anfangs war's echt toll, das Spiel. Storyline war total geil. Spielmäßig, kein Lag. Nichts, gar nichts. Und jetzt bin ich hier an dieser Stelle. Und es laggt wie Sau. Seht ihr, wie lange ich schon an diesem Duell rummache? Und wie lange der Computer nachdenkt, um einen läppischen Zug zu machen? Und ich spule mit 10-facher Geschwindigkeit vor. Ich bescheiß euch nichts. Hier steht dran. Hier, 10-facher Geschwindigkeit. Und trotzdem braucht das Spiel Jahre. Ich liebe es. Was passiert jetzt? Was macht er? What the hell? So viele Fusionsmonster. Ah, 5600 Angriff. Keine Worte für das, was gerade passiert ist. Keine Worte. Soll ich das jetzt nochmal machen? Nein, zum Glück. Jetzt müssen wir einen Duellpartner suchen, der besser ist als Blister. Und ich hatte eigentlich schon einen, aber nachdem ich jetzt erfahren musste, wie lange das Spiel braucht, bis es einen Zug setzt, nehme ich jetzt auch den nicht mehr. Und zwar zeige ich euch den, wo ich nehmen wollte als Tag Team Partner. Der ist nämlich der beste, muss ich sagen. Allerdings verzögert das Spiel ein bisschen. Also ends lange dauert das Spiel dann. Vielleicht soll ich mir letzter Countdown reintun. Die wäre gar nicht schlecht. Letzter Countdown. Die könnte ich mir mit Codes, glaube ich, herholen. Nur reden. Ich will nur reden. Nicht kein Duell, einfach nur reden. Obwohl ich sie versehentlich angesprochen habe. Also gut, dann zeige ich euch den einfach mal. Wir haben ja jetzt eh schon überzogen, wegen diesem Scheiß da, was da vorgefallen ist. Ich wollte den hier nehmen, der spielt auch verteidigen und Lebenspunkte erhöhen.
Und das ist für ein Take-Team ganz schön wichtig. Aber da ich erfahren musste, dass es ends lange braucht, bis wenn das Feld voll ist zumindest, habe ich jetzt einen anderen Take-Team-Partner eben. Visier. Deswegen nehme ich jetzt, Moment, ich laufe jetzt gerade noch weiter. Na, jetzt seht ihr, wie lange das auch laufen dauert. Das ist ein Albtraum, dieses Spiel. Ein Albtraum. Anfangs war es geil. Hat echt Spaß gemacht, aber jetzt Albtraum. Denn jetzt nehme ich dann, ich nehme den hier. Der hat ein typisches Burner-Deck. Oder soll ich den hier nehmen? Ja, ich nehme den hier. Der spielt auf purer Schaden, also der hat nur Zauberkarten, die Schaden zu verursachen und ein paar Monster. Und das brauchen wir. Das ist ein großer Vorteil. Und falls die Duelle länger dauern, kann er einfach seine Burner-Karten nehmen und den Gegner seine Lebenspunkte auf 0 reduzieren. Und dann dauert es auch nicht mehr so lange. Gut, ich hoffe, ihr hattet jetzt einigermaßen, naja, glaube ich ja nicht, aber Spaß in diesem Part. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und wir müssen gegen den kämpfen. Also gegen den müssen wir zuerst kämpfen, bevor wir den als Duellpartner nehmen können. Und dann geht's mit dem Turnier weiter. Bis dann. Servus.